Also bei mir soll es heute um den Boden gehen. Und Boden bezeichnen wir auch als Erde. Und Erde kann man einmal so darstellen, aber interessanterweise heißt das Ding, auf dem wir leben, auch Erde. Mhm. Weil die Wichtigkeit einfach so massiv ist. Und man könnte es auch so darstellen, um den Wert irgendwie auszudrücken. Und wenn wir uns das klar machen, also ungefähr 98% der Dinge, die wir essen, die wir also täglich brauchen, sind von der Erde abhängig. Dazu kommt unsere Klamotten, Baumaterialien, irgendwelche Fasern und so weiter. Unser Wasser wird da drin gefiltert, gespeichert. Also es ist für unser Leben einfach überall auf allen Ebenen notwendig. Und die Frage ist ja, was ist das eigentlich? Ja, wir laufen darüber hinweg, wir nehmen das vielleicht gar nicht so wahr, wir beachten das gar nicht so. Wie entsteht das eigentlich? Und das ist ganz spannend. Der Boden entsteht eigentlich da, wo verschiedene Dinge zusammentreffen. Ich weiß nicht, kann man meine Maus sehen? Sieht man gut, ja, sehr ja. Gut. Also, wir haben einmal das Gestein. Jetzt hier bei uns ist das ja vor allen Dingen der Sand, der einfach da ist. Gesteine und Minerale, die sind da. Dazu kommt Wasser, dazu kommt die Luft, ne, also unter Wasser kann das nicht so stattfinden. Die Luft gehört dazu und auf dem Mond funktioniert das auch nicht. Von daher die Luft gehört dazu, die Bodenluft. Und dann ist das eigentliche Besondere das Leben, was dazu gehört. Also was Tierisches, Pflanzliches, Mikroben, die einfach anwesend sind. Dieses Zusammenspiel von all diesen Dingen, daraus entsteht Boden. Ja. Und das passiert aber ganz, ganz langsam, also etwa 1 Zentimeter in 1000 Jahren. Und ja, das macht es nicht so leicht, neuen Boden einfach aufzubauen. Und Boden kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja, der ist durchaus bunt, wie man jetzt hier oben links sehen kann. Das ist ein sogenannter Potsol. Das ist eine Aufnahme aus Russland, die ich da machen konnte, wo eben der Boden im oberen Bereich, hier sieht man, dass ausgewaschen ist. Man findet aber eben auch ganz anderen Boden. Das ist hier zum Beispiel kurz vor Kasachstan in der Steppe, wo dann der Boden in so einem ariden Klima da auf einmal Kalk, Konkretion, so nennt man das, also der Kalk wird flockt aus, der Kalk bleibt übrig und dann hat man hier so einen Stracciatella-Effekt, so nenne ich das mal. Ich möchte ein Zitat da reinbringen von Claire Pentecost, einer Künstlerin, die im Rahmen der Documenta 2013 in Kassel ein Projekt gemacht hat. Doch was ist Boden? Nicht jeder Boden ist wie der andere. Ganz bestimmte Mischungsverhältnisse von Boden und Klimabedingungen entscheiden darüber, in welchem Teil der Welt was gedeiht. Im Französischen nennt man das Terroir. Das eigentümliche Mikroökosystem aus Boden, Klima und Anbaumethode, das dafür sorgt, dass der Wein, der Käse oder die Wurst des einen Bauern anders schmeckt als diejenige des Nachbarn. Das ist die Ortsspezifität des Anbaus. Finde ich eine ganz schöne Zusammenfassung, was das eigentlich ausmacht. Und ich möchte jetzt eigentlich nochmal auf das, was ich vorhin in dieser Grafik das Lebendige genannt habe, eingehen. Wenn wir uns klar machen, der Boden ist total lebendig. Das Leben gehört irgendwie dazu. Man findet ein Drittel der Biodiversität der Erde findet man im Boden. 67% aller Arten von Organismen, die leben irgendwie im Boden. Es gibt so die Faustzahl. In jeder Handvoll Erde sind mehr Mikroorganismen als Menschen auf diesem Planeten. Und anhand dieser Grafik kann man ungefähr sehen, wie sich das aufteilt. Und im oberen Teil oben rechts hier, darauf will ich eigentlich nochmal sozusagen darauf hinweisen. Unter einem Hektar Fläche leben 15 Tonnen Bodenlebewesen. Das entspricht dem Gewicht von 20 Kühen. Wenn man sich das klar macht und ein Hektar so ganz über den Daumen gepeilt ist, ungefähr ein Fußballfeld für die Leute, die sich das nochmal verdeutlicht machen wollen, oder 100 mal 100 Meter. Das ist einfach richtig, richtig viel, was da lebt, was aber auch ernährt werden möchte. Und
was den Boden ausmacht. Um das mal zu zeigen, das ist hier ein Bild, auch wieder aus Russland, jetzt hier der linke Bereich, ein Loch 2 Meter tief. Und dieses mittlere Bild zeigt eben, das ist eine Detailaufnahme von hier unten. Und man sieht eben hier diese, die Gänge von den Wurzeln, die vielleicht vorher mal ein Regenwurmgang waren, wo eben dann in diesen Steppenregionen in Russland, wo im Winter der Frost tief hineintritt, die Regenwürmer unten überwintern können. Das könnte sein, dass es ein Bodenwühlergang oder Nest war, wo eben, in Russland gibt es da diese Nacktmulle, die transportieren da organisches Material, also irgendwie Gras und solche Sachen, transportieren die da rein, machen sich da gemütlich. Hier bei uns wären das dann die Mäuse oder Hamster oder so, die sowas machen. Und dann bleibt irgendwann eben ein humoser Boden da unten übrig. Und ne, Humus, ich habe das Wort gerade schon angesprochen, Humus, das ist das, was dieses Leben beschreibt, ja, dieses Organische, was im Boden ist, dieses, was den Boden, platt gesagt, dunkel macht, schwarz macht, das, was ihn fruchtbar macht. Und ein Zitat von einem Menschen, der eigentlich für eine andere Landwirtschaft zunächst ja immer auch dargestellt wird, die Nährstofftheorie, immer und zu allen Zeiten ist es der Boden mit seiner Fruchtbarkeit gewesen, der über das Wohl und das Wehe eines Volkes entschieden hat. Und dieser Boden, den wir da auf der Hand sehen, das sind die Ausscheidungen von Regenwürmern. Man sieht jetzt gerade gut im Herbst, im Frühjahr kann man das auch sehen, diese kleinen Häufchen, wo die Regenwürmer, die haben alles Mögliche gefressen und scheiden das dann aus und machen gleichzeitig ganz, ganz fruchtbaren Boden. Und so ein, ja, für mich einfach interessanter Fakt am Rande, Charles Darwin, den wir eigentlich aufgrund der Evolutionstheorie kennen, sein letztes Werk oder womit er sich ganz zum Schluss seines Lebens beschäftigt war, war eben die Arbeit der Regenwürmer, die er als sehr, sehr wichtig herausgefunden hat und hat eben in Großbritannien untersucht, wie römische Bauwerke in den Boden eingesunken sind, dadurch, dass die Regenwürmer den Boden erhöht haben mit ihren Ausscheidungen und damit die römischen Bauwerke sozusagen ein bisschen versunken sind. Humus ist jetzt wieder neu für uns wichtig in der Klimadiskussion, denn Humus besteht etwa zur Hälfte aus Kohlenstoff. Und Kohlenstoff ist ja eine andere Form einfach von CO2, also Kohlendioxid. Und damit ist dieser Humus hochgradig klimarelevant. Und dazu eine Grafik. Gespeicherter Kohlenstoff nach Ökosystemen in Millionen Quadratkilometer und Millionen Tonnen. Das, was in den roten oder magentafarbenen Feldern hier ist, das ist die Menge und unten die Fläche, die wir davon auf der Erde haben. Und wenn man sich das klar macht, in den Böden der Welt ist doppelt so viel CO2 gespeichert wie in der globalen Vegetation. Ja, wir sprechen in der Klimadiskussion immer davon, wir müssen Bäume pflanzen, um etwas fürs Klima zu tun. Aber wenn wir uns diese Zahlen klar machen, was in den Böden los ist, im Vergleich zu allem dem, was obendrauf ist, dann muss man da vielleicht mal nochmal neu gucken, was wir eigentlich machen müssen und wie wir damit umgehen. Ja, es gibt eine Aussage des UN-Klimarats, der sagt, 90% des Klimaschutzpotenzials der Landwirtschaft liegt in der Kohlenstoffspeicherung der Böden. Und bei der Weltklimakonferenz in Paris hat die französische Regierung die 4%, die 4-Promille-Initiative gestartet oder die 0,4%-Initiative, die besagt, dass wenn wir den Kohlenstoffgehalt der Böden in den ersten 30 Zentimetern auf der ganzen Welt um 0,4%, also 0,4% jährlich anheben würden, dann wären alle CO2 bzw. CO2-Äquivalent-Emissionen der Welt
getilgt oder sozusagen vergütet, gleichgestellt. Und das ist ja, da liegt eine Chance drin, das ist nicht realistisch, 0,4%, das ist nicht machbar pro Jahr, das ist zu groß, diese Zahl, aber es bietet eben eine Möglichkeit. Und ne, wenn wir nochmal auf diese Grafik schauen, was eben sehr spannend ist, ist einmal die Feuchtgebiete und Moore. Nach wie vor wird in großen Mengen Torf zum Beispiel aus diesen Mooren genutzt zur Energieerzeugung, also Wärmeenergie meistens, aber eben auch ganz viel bei fast jedem, wenn er Blumenerde für irgendetwas verwendet. Und das sind Dinge, die wir uns einfach nicht mehr leisten können. Und das andere ist eben dieses Grasland. Auch das ist hochspannend, wenn das Grasland erhalten wird. Das heißt, wenn Tiere, die Gras fressen, darüber grähen, Großherbivoren, ja, das sind Wiederkäuer, also Kühe, Schafe, Ziegen, irgendwelche Hirsche und da gibt es ja noch irgendwelche anderen Tiere auf der ganzen Welt, die genauso Wiederkäuer sind, die vielleicht nicht so ganz ins Gewicht fallen, aber eben auch Pferde. Wenn die dieses Grasland pflegen, das heißt einfach sich davon ernähren, dadurch wird das Gras angeregt im Wachstum, nur dadurch kann es weiter erhalten bleiben, dann ist dieses Ökosystem Grasland total wertvoll fürs Klima. Und damit bekommen die Tiere einfach noch eine ganz andere Bedeutung. Und daran zeigt sich auch ein Stück weit der Unterschied zwischen einer Kuh und einem Schwein zum Beispiel in der Wichtigkeit. Ich habe gerade angesprochen, diese 0,4% Kohlenstoffspeicherung, die sozusagen uns vor einer Verschlimmerung der Klimabedingungen höchstwahrscheinlich bewahren würde. Wie schwierig das ist, will ich mit einer Grafik zeigen, die aus der Bodenzustandserhebung vom von Thünen-Institut vor ein paar Jahren hergestellt wurde, abgeleitet wurde. Es ist eine Modellierung, wie sich die Kohlenstoffgehalte in Ackerböden, in Braun dargestellt, und Grünlandböden entwickeln werden. Und die gehen davon aus, dass im Ackerbau eben der Kohlenstoffgehalt sogar abgebaut wird. Man sieht hier die Entwicklung beim Grünland. Bei ein paar Flächen ist es so, dass der Kohlenstoffgehalt gesteigert wird, aber bei den meisten, auch dort, wird der Kohlenstoff abgebaut. Und das ist etwas, was sozusagen diese Katastrophe noch verschlimmert und was uns einfach noch weiter aufzeigt, wie wichtig das ist, dass wir gut mit dem Boden umgehen und dass wir das da was tun müssen. Was machen wir mit dem Boden? Ja, eine weitere Grafik. Jeden Tag ist es nach wie vor so, hier in Deutschland wird Boden versiegelt. Das heißt, auch da verhindern wir das, was ich gerade angesprochen habe. Jeden Tag wird irgendwo eine Straße gebaut, ein Industriegebiet oder auch einfach nur eine Terrasse bei einem Wohnhaus, und wir versiegeln den Boden, das heißt, wir zerstören den Boden, der darunter ist. Und das ist ein Problem, was wir uns so nicht erlauben können. Ja, durch diese Versiegelung, aber eben auch durch Erosion, durch Versalzung geht eine Fläche von der Größe von Costa Rica verloren. Oder aber umgerechnet auf Deutschland ist das Niedersachsen plus Hamburg und Bremen, die einfach verloren geht, die nicht mehr für den Anbau zur Verfügung steht. Und wenn wir uns das in Relation darstellen oder einfach vor Augen führen, wir haben eine steigende Weltbevölkerung und uns geht Boden verloren. Ich habe angefangen damit, dass wir komplett eigentlich davon abhängig sind. Wir können uns das nicht erlauben. Ja, umgerechnet sind das 2 Hektar pro Minute, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Ne, ich rede jetzt hier seit einer Viertelstunde, da sind einfach schon mal wieder 30 Hektar verloren gegangen in der Zeit, wo wir jetzt hier sprechen, auf der Welt. Das geht einfach nicht. Und da müssen wir ran, da müssen wir als Gesellschaft ran und können so nicht weitermachen. Das andere ist, dass eben ein Großteil der Böden auch jetzt schon
degradiert sind. Das heißt, sie sind nicht mehr so fruchtbar, wie sie eigentlich sein könnten, durch eben falsche Bewirtschaftung. Zum Beispiel ein Fahrzeug, was wir gerade in diesen Tagen hier überall auf den Ländereien rumfahren sehen. Ja, so ein Rübenroder, wenn wir uns das klar machen, der ist, wenn er auf dem Feld voll beladen ist mit den Rüben, ist er so schwer, dass er in diesem Zustand nicht auf der Straße fahren darf. Aber er wird trotzdem auf den Böden eingesetzt und fährt auf diesem fruchtbaren, eigentlich fruchtbaren Ackerland herum und holt die Rüben aus der Erde. Hochtechnisierte Maschine, kann man alles nachvollziehen. Aber wie kann das sein, dass solch schwere Maschinen auf den Äckern rumfahren dürfen? Und wie schlimm das ist, sehen wir eigentlich gar nicht so richtig. Hier in dem Bild kann man es nicht ganz so gut sehen. Die Maschine fährt im sogenannten Hundegang. Das heißt, die Räder folgen sich nicht, sondern sie fahren ein bisschen versetzt. Dadurch wird die gesamte Fläche aber befahren. Und bei diesen hohen Gewichten wirkt sich eben auch bei niedrigem Luftdruck eine Verdichtung bis tief in den Untergrund aus. Man spricht da von einer sogenannten Druckzwiebel. Und das ist hochproblematisch, weil die Verdichtung in Tiefen entsteht, wo sie eigentlich biologisch durch irgendwelche Wurzeln nicht wieder vernünftig aufgebrochen werden. Und mit Maschinen kommt man in diesen Tiefen auch kaum daran, diese Verdichtung wieder aufzubrechen. Auf den Nährstoffüberschuss mit seinen Folgen will ich hier heute gar nicht so näher drauf eingehen. Wer da Interesse hat, es gibt eine interessante Grafik vom Umweltbundesamt, wie viel Nährstoffe eigentlich durch unser menschliches Tun zusätzlich in den Kreislauf gelangen. Und das hat vor allen Dingen dann Auswirkungen auf die Biodiversität, weil sie massiv eingeschränkt wird. Vorhin schon kurz angesprochen, die Erosion. Ja, das sind hier 4 Bilder. Das eine Bild ist hier sogar aus Stütensen, allerdings nicht von unserem Acker. Die beiden rechten Bilder sind aus dem Ahrtal. Ja, wir haben im Sommer diese riesige Katastrophe da erlebt, aber fast niemand hat darüber gesprochen, dass einfach gigantische Mengen Boden weggeschwemmt wurden. Und das, was wegschwimmt, ist meistens der fruchtbarste Boden, weil das ist der, der ganz oben ist. Der schwimmt weg, der gelangt über die Flüsse in die Meere und ist einfach unwiederbringlich verloren. Das Gleiche links unten, sogenannte Winderosion. Vielleicht kann man sich daran erinnern, vor ein paar Jahren war bei Rostock auf der Autobahn eine große Katastrophe. Dort war die Winderosion so massiv, dass Staub auf die Autobahn geweht wurde und die Autofahrer nicht mehr fahren konnten. Und durch solche Ereignisse, ne, da sind viele Menschen gestorben. Dadurch gelangt es in die Nachrichten. Aber eigentlich findet dieses Phänomen tagtäglich statt, dass der Boden einfach verloren geht. Und einfach auch dazu eine Zahl, ja. Aktuell verlieren wir den Boden 30 bis 40 Mal so schnell, wie wir ihn binden können, wie er sich bilden kann. Und es gab vor ein paar Jahren Berechnungen, wie viel Ernten wir haben. Wir müssen einfach daran, anders mit dem Boden umzugehen. Und allein Erosion in der Europäischen Union, da gibt es Berechnungen, wie viele Tonnen das sind. Und um das vor Augen zu führen, in Europa gehen jährlich durch Erosion so viel Menge an Erde verloren. Man könnte Berlin einen Meter höher verlagern mit dieser Erde. Das ist die Menge, die in Europa jährlich verloren geht. Ich finde, das sind gewaltige Zahlen. Und dadurch wird das dann ein bisschen plastisch deutlich. Das war jetzt ganz, ganz viel Negatives, aber es gibt eben auch Dinge, die wir tun können. Und da ist der Humusaufbau die Maßnahme, die am aller wichtigsten ist, weil Humusaufbau fördert die Bodenfruchtbarkeit und damit erhält es mindestens den Ertrag oder steigert den Ertrag. Es macht eine Ertragsstabilität, weil eine Wasserspeicherung da ist. Dadurch kann man auf Klimawandelerscheinungen einfach viel besser Einfluss nehmen, beziehungsweise hat einfach eine Versicherung, die Resilienz wird erhöht. Wir haben eine gesteigerte Wasseraufnahmekapazität, weil einfach mehr Poren im Boden sind. Das macht einen riesen Einfluss auf Starkregenereignisse. Und das ist ja ein Phänomen, was uns die Wissenschaftler voraussagen in diesen Klima-Chaos-Zeiten, die sie vorhersagen. Und wenn mehr Wasser aufgenommen werden kann vor Ort, dann
reduziert das auch gleichzeitig die Erosionsgefahren. Eine Strukturstabilität, Nährstoffspeicherung, so ein Humus, der ist wie so ein großer Schwamm im Boden, der alles aufsaugt. Dadurch wird das Grundwasser geschützt, weil die Nährstoffe eben oben bleiben, weil sie vom Humus gehalten werden und dann, wenn die Pflanzen sie brauchen, sie von da wieder nehmen können für ihr Wachstum. Und zuletzt eben auch schon, wie schon erwähnt, der Kohlenstoffspeicher. Wie gesagt, Humus besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff und damit ist es einfach eine wirklich sinnvolle Maßnahme. Ich kenne mich mit Meeren nicht aus, dazu kann ich nicht sagen, wie sinnvoll das ist, durch irgendwelche Eisendüngung oder so dort den Kohlenstoffgehalt in den, also Kohlenstoff im Meer zu binden. Da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass es für den Menschen macht es nicht überall Sinn, überall Bäume zu pflanzen. Wir brauchen teilweise diese Lebensqualität, dass wir Täler haben, zum Beispiel im Schwarzwald, die freigehalten sind, wo nicht die Bäume bis direkt ans Haus gehen, wo einfach eine Landfläche da drum ist, die nicht von Bäumen bewachsen ist. Sicherlich machen Aufforstungsprojekte wie am Südrand der Sahara oder so, das macht Sinn, dieses Green Belt Movement oder aber auch in China finden da ja gerade zum Teil großartige Aufforstungsprojekte statt. Dagegen will ich nichts sagen, aber es gibt ja auch Überlegungen, Kohlendioxid im Boden, in den Boden zu verpressen, in irgendwelchen Kavernen. Dagegen können wir einfach beim Humus wirklich was Sinnvolles tun auf vielerlei Ebenen und gleichzeitig was fürs Klima tun. In welchem Umfang da unsere Möglichkeiten sind, ne, diese Grafik, Einfluss der Bodeneigenschaften, Landnutzungsart und Bewirtschaftung und des Klimas auf den organischen Kohlenstoffgehalt. Also wir sehen bei dieser Grafik einfach ganz schön, in den unterschiedlichen Bodentiefen spielt mal mehr das, was sozusagen am Standort vorherrscht, der Boden, eine Rolle für den Humusgehalt. Und im oberen Teil ist das Klima, was das zunehmend beeinflusst. Aber dieser grüne Bereich, das ist der Spielraum, den wir haben mit der Art der Bewirtschaftung, mit dem, was wir tun. Und diesen Spielraum sollten wir nutzen und ergreifen. Was wir da tun können, wie wir das tun können, das ist einmal eben dieses Grasland, von dem ich schon vorhin gesprochen habe. Also wir müssen das Grasland erhalten. Wir müssen da, wo natürlich Grasland, Grünland vorkommt, das muss erhalten bleiben, das darf nicht umgebrochen werden, um zum Beispiel da Biogasmais anzubauen. Wir brauchen eine organische Düngung, um den Boden wirklich aufzubauen. Wir brauchen Zwischenfrüchte, wir brauchen Untersaaten, mehrjährige Kulturen, die dann wirklich Wurzelmasse ausbilden, die zum Teil eben auch tiefe Wurzeln haben, um eben im Untergrund auch Kohlenstoff einzulagern. Agroforst ist ein Stichwort, da bewegt sich ja in der Politik was, dass das möglich ist, aber eben auch Hecken, Kompostwirtschaft und vor allen Dingen Bildung. Wir müssen aufklären darüber, was möglich ist. Wir müssen die jungen Leute fit machen. Was können sie tun? Politische Forderung ist dann eine flächengebundene Tierproduktion. Ja, wir haben aktuell das Problem, dass in einigen Regionen ganz, ganz viele Tiere gehalten werden, in anderen Regionen eigentlich kaum Tiere da sind. Und dann haben wir in einer Region ganz viele ganz viel organische Düngung, in der anderen aber gar nicht. Das müssen wir ausgleichen. Wir brauchen eine Begrenzung der Axtlast. Wir brauchen Steuern und Zölle auf Eiweißfuttermittel beziehungsweise mineralische Stickstoff Dünger, um diesen massiven Input an Stickstoff zu begrenzen. Und der Acker darf kein Spekulationsobjekt sein. Das ist ganz, ganz wichtig, um da wirklich was zu tun. Und jetzt will ich ein bisschen darauf eingehen, was machen wir hier vor Ort? Zum Beispiel ganz praktisch, wir streuen in einen Kartoffelbestand, streuen wir Lupine. Das sind hier die kleinen Pflanzen. Das Bild ist jetzt hier bei mir relativ dunkel. Das sind hier die kleinen Pflanzen, die hier in diesem Zustand keimen. Oben sieht man die Kartoffel auf den Dämmen und die Lupine wächst. Sie wird größer und dadurch, dass sie unten in den Tälern wächst, hält sie den Boden fest. Wenn dann ein Starkregenereignis kommt, Kartoffelanbau ist da sehr, sehr anfällig, weil das Wasser einfach da zusammenläuft, dann kann damit der Boden festgehalten werden. Das ist einfach eine sinnvolle, eine
eine sinnvolle Maßnahme für den Boden. Nebenbei sind die Lupinen als Leguminosen eben auch noch Stickstofffixierer und einfach sehr sinnvoll. Eine weitere Maßnahme ist eben die Kompostierung. Wir verkompostieren hier einen Großteil der organischen Reststoffe, die hier auf dem Betrieb anfallen, um unter kontrollierten Bedingungen, ja, man hat im Kompost den Riesenvorteil, dass man die Prozesse lenken kann, dadurch, dass ich im Kompost, ich kann Luft hinzufügen durch ein Umsetzen, ich kann Wasser hinzusetzen, ich kann das Material beeinflussen, indem ich eben mal mehr kohlenstoffreiches oder mal mehr stickstoffreiches Material hinzufüge. Dadurch kann ich eine Mischung erzeugen, die einfach in kurzer Zeit optimalen Humus erzeugt und dann die Fruchtbarkeit in den Böden nachhaltig erhöht und hält. Damit komme ich zum Ende und ich hätte noch ein bisschen Zeit für Fragen.